Heute ist Internationaler Tag gegen Rassismus. Für uns ein guter Anlass, nochmal darauf hinzuweisen, dass Rassismus in unserer Gesellschaft immer noch ein Problem ist. Rassismus ist für viele Menschen in Thüringen nach wie vor Alltag. Die werden verbal und körperlich täglich angegriffen. Im letzten Jahr, 2017, gab es allein in Thüringen 103 rassistische Übergriffe. Und das ist ein Grund, uns natürlich weiterhin mit Rassismus zu beschäftigen. Die Enquete-Kommission ist eine der Konsequenzen aus der rassistischen Mordserie des NSU und ein Auftrag aus dem NSU-Untersuchungsausschuss. Die Kommission soll Maßnahmen und Strategien entwickeln gegen Rassismus in Thüringen.